Ja, auch dieser Kollege kann in eurem Aquarium leben. Holt tief Luft und lehnt euch zurück. Hallo liebe Fischfreunde und herzlich willkommen in unserem Labor. Heute gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Zum Handel mit Zierfischen gehört unter anderem natürlich auch die Arbeit mit dem Mikroskop. Denn der Handel besteht nicht nur alleine aus Einkauf und Verkauf. Nein, viel wichtiger und entscheidender ist natürlich auch die Pflege der Tiere für den Zeitraum, den die Tiere bei uns verbringen, bevor sie zum Händler kommen, beziehungsweise später dann in eure Aquarien. Wenn ein Fisch, das ist übrigens genauso wie bei uns Menschen, trotz bester Pflege leider mal krank werden sollte, ist es wichtig, dass man die Symptome sicher diagnostiziert und danach auch gezielt behandelt. Ich habe leider schon häufig im Internet, in diversen Foren und sonst wo gesehen, da postet jemand ein Bild von seinem kranken Fisch, fragt dann in die Runde, Mensch, was könnte der haben und was mache ich dagegen? Und dann gibt es meistens genauso viele Behandlungsvorschläge, wie es auch Antworten gibt. Und das ist nicht zielführend. Also wenn ihr als Aquarianer gerade zuschaut und ihr habt vielleicht Probleme gerade oder in Zukunft mal mit einer Krankheit im Aquarium, wenn es möglich sein sollte, macht doch mit dem Handy ein Video davon oder vielleicht ein paar gute aussagekräftige Bilder und geht doch damit eventuell erstmal zum Händler vor Ort bei euch oder meinetwegen auch zu einem Tierarzt. Da bekommt ihr in der Regel einen besseren Rat und fundierteres Wissen und gezieltere Behandlung, als wenn man im Endeffekt das Ganze im Internet postet und dann zig verschiedene Vorschläge für Krankheiten bekommt. Die Welt unter dem Mikroskop ist, ja, absolut faszinierend. Also wie ich das erste Mal durch Mikroskop geguckt habe, das war damals noch das alte Mikroskop von meinem Vater, war ich total fasziniert, wie viele Strukturen eigentlich erst sichtbar werden unter einer mannigfaltigen Vergrößerung. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde auch Fischkrankheiten unglaublich faszinierend. Was es da an Parasiten, an Ektoparasiten, an Bakterien und sonst irgendwas für ein Kram gibt, das ist der Wahnsinn. Es ist jedes Mal wieder interessant. Wir haben auch Händler, die manchmal nicht weiterkommen oder sich zumindest rückversichern möchten gerne. Und von denen kriegen wir dann auch entweder mal Mikroskopaufnahmen zugeschickt oder sogar Tiere selber zugeschickt, die wir dann hier untersuchen. Und es ist immer wieder faszinierend. Und was soll ich viel erzählen? Am besten zeige ich euch mal ein bisschen was. Hier sehen wir zwei Prachtschmerlen mit der Weißpünktchenkrankheit oder auch besser bekannt unter dem Namen Ichthyo. Die Symptome, also die weißen Pünktchen, sind in diesem Fall natürlich auch ohne Mikroskop leicht zu erkennen. In dieser Nahaufnahme kann man noch einmal besser die Zysten des Ektoparasiten erkennen. Und so sieht unser Ektoparasit unter dem Mikroskop aus. Das ist er ausgewachsen in seiner vollen, wenn man so will, Pracht. Charakteristisch für den Ichthyo-Ektoparasiten ist sein Zellkern in einer U-Form. Hier sehen wir eine der drei Entwicklungsstufen von unserem Ektoparasiten, dem Ichthyo. Es ist ein sogenannter Tomont. Der Tomont beherbergt an die 1000 Teronten. Wenn der Tomont aufplatzt und diese Schwärmer ins Wasser entlässt, suchen sie sich innerhalb von 48 Stunden einen neuen Wirt. Und der ganze Kreislauf beginnt wieder von vorne. Diese Aufnahmen sind übrigens mit einem Ölimmersionsobjektiv entstanden und wir sind hier aktuell bei einer rund 1000-fachen Vergrößerung. Neben den Ektoparasiten wie unserem Ichthyo gibt es natürlich auch viele andere Krankheitserreger wie beispielsweise Würmer. Oder viele verschiedene Bakterien, wie hier zum Beispiel aus der Bauchhöhle eines Fisches,
der leider unter massiven Bakterienbefall litt. Manchmal begegnen mir bei dem Blick durch das Mikroskop auch andere lustige Gesellen, wie beispielsweise hier das Glockentierchen. Das Glockentierchen ernährt sich in der Regel von Bakterien und dieser kleine Kumpel, der da rumschwimmt und auch gleich seinen Freund dazu holt, sind zu groß, um als Futter zu dienen für das Glockentierchen. Man könnte fast meinen, sie machen sich einen Spaß daraus, dem Glockentierchen auf die Nerven zu gehen. Hier ist wieder unser Kumpel vom Anfang des Videos. Es handelt sich wahrscheinlich um Stellaria lacustris, eine sogenannte Teichschlange. Mama kaum glauben bei dem gefährlichen Namen, aber das Tier ernährt sich lediglich von Algen und ist für unsere Fische in der Regel absolut harmlos. Noch harmloser ist auf dieser Aufnahme eine kleine Amöbe. Sie war von der Bewegung her auch recht langsam, deswegen musste ich die Aufnahme in der Geschwindigkeit verdoppeln, damit überhaupt was zu sehen ist, was hier passiert. So, das war unser Ausflug in den Mikrokosmos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr weitere Fragen haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Oder wenn ihr mal ein anderes Thema ganz gerne erläutert haben möchtet, schreibt es auch rein. Ich danke euch und macht's gut.